Der Verein hat eine sehr schöne Zielsetzung, nämlich die
Kunst den Menschen näher bringen, ihre Kreativität ein bisschen fördern, interkulturellen Austausch zu fördern, voneinander zu lernen in diesem Fall. Daraus resultiert Verständnis und Toleranz für andere Kulturen und das fördert natürlich auch ein friedliches und schönes Zusammenleben. Und das ist eine sehr schöne Sache. Viele Veranstaltungen werden auch geplant und viele Künstler lerne ich dadurch kennen, genauso wie den Herrn Setz, dem wir diese Ausstellung hier zu verdanken haben. Es war zum Beispiel bei Dr. Kielbacher Training im Werkzentrum Stadlau schon eine Ausstellung. Und er hat auch teilgenommen an dem zweiten Frostover-Bildhauer-Symposium in den Blumengärten der Stadt. Und einen druckfrischen Katalog haben wir hier. Richtig. Auch von diesen Bildern, oder nicht auch, sondern er ist gewidmet diesem Zyklus Human and Nature. Und die Projekte, diese einzelnen Kunstzyklen kann man ein bisschen zusammenfassen unter dem Begriff Art Connecting People, also die Kunst verbindet die Menschen. Es werden eben diese auch wichtigen Botschaften in die Welt gesandt, denn Kunst verbindet über den persönlichen Geschmack hinaus, über die Grenzen eines Landes, über die Kulturen und verbindet ohne eine hörbare Sprache. Es ist eine universelle Sprache, die wir alle sprechen und mit der wir uns alle sehr gut verständigen können. Es soll uns anregen, unsere selbst ernannten Barrieren zu überwinden und gemeinsam in Frieden gehen. Es gibt auch einen Bühnenzyklus. Aber jetzt geht es um Human and Nature, die Natur. Natürlich eine der wichtigsten Inspirationsquellen, die wir, seit es die Kunstgeschichte gibt, haben. Der Mensch, er wächst aus der Natur, er braucht sie zum Leben und irgendwann kehrt er dann auch zur Natur zurück. Also das Leben ist ohne Natur nicht möglich, auch die Kunst braucht die Natur und ist ebenso facettenreich wie sie selbst. Mit seinen Kunstwerken reiht sich der kroatisch-ungarische Künstler Željko Jančić selbst in die Riege der Künstler ein und sich eben dezidiert mit dem Thema Mensch und Natur beschäftigt hat, um ein sehr wichtiges persönliches Statement abzugeben, was man vielleicht zusammenfassen kann, ist die Natur Sehnsuchtsort oder reine Ressource. Dabei ist sein Werk sehr vielfältig, sehr tiefgründig, heiter, nachdenklich. Es ist immer ein gewisses Spannungsfeld, wenn Sie sich mit den Bildern auseinandersetzen möchten. Natürlich sehr expressiv, der Farbauftrag, sehr viel Bewegung. Man spürt die Bewegung in dem Farbauftrag. Ein Gewirr aus organischen und anorganischen Pinselstrichen, aus sehr vielen Farbschichten und auch aus einem sehr schwungvollen Auftrag mit Farbspritzern, die so ein bisschen an Pollock auch erinnern. Diese Leinwände, diese Hintergründe sind fast wie eine Urwaldkulisse. Sie verwächst mit der Leinwand und wuchert und es treten den Betrachter dann erst später, fällt uns auf, dass es sich um Figuren handelt, um Konturen, menschliche Konturen sogar. Diese vermeintlichen Figuren sind von Bild zu Bild in unterschiedlicher Genauigkeit zu erkennen. Diese definierbaren Umrisse entrücken zunehmend und werden fast von dem Hintergrund absorbiert. Wir erkennen darin, wenn wir uns darauf einlassen, auch sehr viele Gefühle wie Unbeschwertheit, Frohsinn, Trübsinn, Angst, Wut oder auch Verzweiflung. Dieser Bezug zur Wirklichkeit unterscheidet dann die Kunstwerke selbst von reiner Illusion und entbindet sie vom Selbstzweck der kurzweiligen Unterhaltung. Und jetzt ist die Überleitung vom zweidimensionalen zum dreidimensionalen zu den Glaskunstwerken, die ich natürlich auch vorstellen möchte, von Simone Svoboda, der Glaskünstlerin, Leiterin der Wiesenwerkstatt und des Vereins Kunst herum und Mitglied der Künstlerkooperative Kunstfabrik Stadlau. Und unter dem
schönen, witzigen Titel, wo ich lange auch gebrütet habe, darüber mikrokosmisch, makrokomisch. Den hast du sicherlich auch sehr intuitiv verwendet. Und ich bin dann draufgekommen, wie äußerst passend dieser Titel ist. Ja. Denn es ist ein Universum an Materialien, die du verwendest. Es ist nicht nur dieses typische verflüssigte Glas, das wir wahrscheinlich alle kennen, das Glasblasen oder das Verkleben der einzelnen Gläser, sondern es ist wirklich eine Fülle von Materialien. Das ist jetzt hier nur ein wahnsinnig kleiner Teil dessen, was du uns zeigen können. Aber dafür gibt es ja Ateliers und Workshops, zu denen du natürlich auch gehst. Und da geht es eben von dem flüssigen Glas bis hin zu dünnen, durchsichtigen Drähten. Es tanzen die Farben und Formen dem Frohsinn frönen. Ich habe dann auch gleich Vorspielen müssen. Ja. Und das passt nämlich auch sehr gut zu dir, weil du das alles sehr im Frohsinn und fröhlich machst. Also bin ich da ganz bei dir gewesen, auch beim Titel. Und der Grundgedanke ist auch Upcycling, also es geht hier auch viel um recyceltes Glas, was zuerst ein bisschen brachial auch zerdeppert werden muss, um es dann auch wieder in einer neuen Idee zu einem Kunstwerk zusammenzusetzen. Es wird wiedergeboren in einem Kunstwerk. Das ist ein sehr schöner Gedanke. Und das können alle, die zu dir kommen, auch in den Workshop. Also das ist auch so ein bisschen ein Vorgeschmack dessen, was man selber auch schaffen kann, mit ein bisschen Mühe und Fleiß und Freude. Es wird ein Video zum Anschauen geben, nämlich ein paar Ausschnitte aus dem zweiten Bild, der Cross-Oktober-Bildhauer Kunstsymposium, das im Juni stattgefunden hat. Also da hat man dann so ein bisschen einen Eindruck. Ich weiß schon, es ist sehr schwierig, wenn man noch nie zugesehen hat, wie man Glas bearbeitet. Und das ist für mich immer noch faszinierend oder immer noch, so viel habe ich dir gar nicht zugeschaut. Aber genau. Also ich bin da auf jeden Fall mit dabei. Denn es heißt schon mal Glas probiert. Und auf der Homepage kunstherum.at kann man sich einen Kurstermin heraussuchen oder ab 6 Personen bist du vielleicht auch. Was das betrifft. Und vielleicht möchtest du auch noch ein bisschen etwas dazu sagen, bin ich so ganz zufrieden mit mir. Du hast das total schön gesagt. Sehr zufrieden. Das Einzige, was ich dazu sagen möchte, ist, der Grund, warum ich recycle, ist beim Glas ganz wichtig, mehr wichtiger als bei vielen anderen. Glas ist die drittaufwendigste, energieaufwendigste, das drittaufwendigste Material in der Fertigung. Das heißt, es braucht enorm Energie, Ressourcen etc. Aus dem Grund, man könnte jetzt ganz viel mit verschiedensten bunten, schönen neuen Gläsern, die es zu kaufen gibt. Es gibt da ja eine Vielfalt, ich meine, die Farben sowieso auch, aber mit Glas gibt es noch einmal viel mehr. Aber wenn man dann weiß, wie viel Energie in die Fertigung, in das Material, in das Kunstwerk fließt, dann macht es mir dann schon keinen so großen Spaß oder keine so große Freude mehr damit zu arbeiten. Und ich habe festgestellt, man kann zum Beispiel mit Flaschenglas, das ist dann nur eines der Teile, aber man kann mit Flaschenglas, könnte man auch ein ganzes Künstlerleben finden und müsste wahrscheinlich nie irgendeine Technik oder irgendeine Idee zweimal umsetzen und hätte trotzdem genug Ressourcen, um damit Neues zu schaffen. Und das ist halt das jetzt, wo ich mich selber vielleicht ein bisschen einschränken muss, auch so schön auch dieses Neu aus den Kunden herauszuarbeiten, wirklich sensationell ist. Aber ja, okay. Man kann es ja kombinieren. Genau. Eine Ausnahmearbeit mit Ausnahmearbeit. Sehr schön. Also Sie sehen, die Künstler sind da, beide
beantworten gerne Fragen, wie es zu dem Bild, zu dem Kunstwerk gekommen ist. Jeder von uns freut sich da auch, wenn man auch angesprochen wird, das ist überhaupt kein Problem. Und bleibt mir nur noch übrig, mich zu bedanken für Ihre Aufmerksamkeit und Sie darauf aufmerksam zu machen, dass am 7. November der Günther Schipfer ist da, unser Grafiker, wird seine Vinylschnitte hier präsentieren unter dem Titel 2,5 Quadratmeter. Vielen Dank.